Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Ich bin Mr. Nandos, der Let's Play Opa. Vollkommen durchgeschwitzt und komme aber so langsam wieder ins Spiel rein. Es dauert diesmal alles etwas länger. Egal, wir machen weiter. Wir können mal fortfahren. Dürfte eigentlich nicht viel passieren. Und außer, dass ich vielleicht auch hier mal wieder so ne, umschalten sollte. So, wir haben so ein paar Sachen in den letzten beiden Folgen gelernt. Also ich zumindest. Hier wahrscheinlich auch. Und wir müssen hier uns ein bisschen um Wasser kümmern. Ich starte mal meine Flieger wieder. Und wir brauchen Dinge hier bezüglich Tempo und so. Jetzt wird das ja. Wir haben jetzt, können jetzt 55 Einheiten maximal aufnehmen. 16 haben wir. So. Unsere Flieger sind unterwegs. Was können wir denn für den Antrieb tun? Eine Akademie ermöglicht das Erforschen von Entwürfen. Baue mehrere Akademien, um schneller zu forschen. Ja, gut, das ist immer ein Weg. Das ist der Weg, das kennen wir. Wohnblock. Wunder? Auftrieb. Oh! Oha! Also wir brauchen auf jeden Fall eine Akademie. Wir müssen das erst erfinden. Ach, du wirst bekloppt. Ja, das ist ja lustig. Würde die da wirklich so dran passen? Weißt du was? Warte mal. Ich bin erstmal wieder hier mal mit meinem Weg unterwegs. Mit meinem Weg unterwegs. Ja, machen wir das erstmal so. Auf beiden Seiten. Und dann würde ich eine Akademie bauen wollen. Hier zahlt man, schon so ein bisschen Lehrgeld. So. Das ist ganz einfach so. Aber wenn ein Spiel komplett neu ist und man sich mit dem Spiel noch so gar nicht auskennt. Die sind aber fix beim Bauen. Muss man schon sagen. Also so das Ding hier hochzuziehen ist wow. Akademie fertiggestellt. Was wir nun... Da wir nun eine Akademie gebaut haben, können wir eine neue Technologie erforschen. Mit Forschungsprojekten können wir Technologien vom Boden für uns in den Lüften nutzbar machen. Okay. Technologiebaum. Ich verstehe. Ach je, oh oh. So. Antrieb. Da geht doch gar nichts im Augenblick. Okay, achso, Wasser. Ja, Moment, Augenblick. Ich kann mir nicht alles. Wie komme ich hier wieder raus? Escape hilft meistens. Flieger? Nein. Ich weiß es nicht. Können die dann von selber wieder auf, wenn hier alles voll ist? Ich glaube nicht. Ich muss hier, glaube ich, wieder auf das Wasser klicken. Ist sowieso leer, die Oase. Oha. Das ist jetzt nicht so gut. Ja. Cool. Ich klicke da normal drauf. Da steht nur leer. Da steht jetzt nicht, ob die wieder aufgefüllt wird. Das ist ein Problem. So, meine Herren, wir gehen mal kurz auf Pause. Und Akademie. Also, jetzt bin ich ja aus dem... Ich wollte den Technologiebaum wieder aufmachen. Mann. Benötigt das davon, ermöglicht das Erforschen von Entwürfen. Baue mehrere Akademien und schneller werden. 5 Arbeiter zugewiesen. Also, benötigt das Zimmer auf. Okay, mit der Kamera fixieren, bewegen, nee, abreißen, um Gottes Willen. Wie komme ich denn jetzt hier,
Wasser, Auftrieb, Tempo. Hast du nicht gesehen? Wie komme ich denn an meinen Ressourcenlager? Relikt. Da unten. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit Lehmhütten anfangen, bevor wir irgendwas anderes machen können. Versteht das jetzt richtig? Verwandelt Lehm in Lehmziegel. Arbeiter wohnen wegen der Abgase nicht gerne in der Nähe von Lehmhütten. Okay. Erforscht in 2 Stunden. Aha. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch damit mal an. Damit wir das bauen können. Wir müssen aber noch Lehm haben. Oh, jetzt ist aber auch relativ Not. Wir brauchen ganz dringend Holz. Nahrung geht noch so. Ist aber jetzt. Okay. Ressourcen, Lagerung, Auftrieb. Moment, Lagerung. Das haben wir schon. Okay. Sehnsüchte? Aha. Grundlegendes Stadtzentrum. Oh! Erhöht das maximale mögliche Tempo um 10%. Erforscht in 8 Stunden. Ja gut, die brauchen dafür die Lehmgeschichte, dafür die Lehmziegel brauchen die 2 Stunden. Ich glaube, das ist vertretbar. Dann müssen wir dringend daran. Erhöhe die Kohlekapazität um 100% in 16. Aha. Erhalte mehr Ressourcen zurück, wenn du Gebäude umstellst oder abreißt. Erforscht in 16 Stunden. Interessant. Benötigt 25% weniger Nahrung pro Haushalt. Reicht dann auch für Wasser. Okay. Wohnblöcke können bis auf 2 Etagen gestapelt werden. Da geht so einiges. Eieiei. Das wird ja endlos hier. Coole Sache. Ich habe ein bisschen Angst. Ich gebe ganz offen zu, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wieder vergessen, hier meine TikTok irgendwie zu starten. Muss ich das ein bisschen anders machen. Okay. So. Gut. Wir haben hier unseren Wassertank. Wir haben jetzt hier die Akademie. Da geht erstmal weiter nichts. Okay, wir machen erstmal weiter. Was hatte ich gesagt? Holz ist im Augenblick so... Ah, gut, dass hier direkt die Bäume nebenan stehen. Dann mal ran hier. Alle Arbeiter beschäftigt. Mit? Stecken die jetzt alle in der Akademie, oder wie? 5 zugewiesen. Ja, und wie kann ich die... Hä? Wie auch immer. Achso, ich wollte sagen, ich brauche viel mehr. Irgendwie, da waren doch irgendwas... genau, also 11 Leute sind da gerade... dabei. Sehr gut. So, Holz. Wir hätten... da ein bisschen. Und da muss ich nicht näher ran, ne? Sammeln die dann nur da oder gehen die auch auf die anderen Bereiche? Aber ich glaube, überall da, wo so ein Ballon zu sehen ist, oder sehe ich das falsch? Wir werden das herausfinden. Noch wird geladen. Weiß ich.
Wir hauen da alles raus. Ah, ja. Wir holen alles, was da ist. Okay. Dann Lehmhunden erforscht. Platzieren von Gebäuden. Moment. Ich werde ihn jetzt Technologiebaum öffnen. Genau. Ah ja, ich wollte unbedingt hier mit der Geschichte hier mit dem Tempo daran. Das ist das Stadtzentrum. 8 Stunden. Dann können die sich schon mal damit beschäftigen, damit wir ein bisschen schneller werden. Fortfahren. Verstanden. Oh, da wollte ich. So. Mann. Platzieren von Gebäuden. Platzieren von Gebäuden. Tutorial. Deine Einwohner gefällt es nicht, neben gewisse Gebäuden zu wohnen. Das gilt auch für das, was du gerade erforscht hast. Also, solche Gebäude zeigen beim Platzieren einen roten Umkreis an. Achte darauf, diese Gebäude möglichst weit vom Wohnblock entfernt zu bauen. Du kannst ein Gebäude auch bewegen, indem du es auswählst und auf das Bewegen-Symbol klickst. Das ist beispielsweise dann nützlich, wenn du ein unliebsames Gebäude in der Nähe von Wohnblöcken platziert hast und sich dein Königreich zu sehr oder sich dein Königreich zu sehr neigt. Coole Sache. Sehr, sehr schön. Ja gut, aktuell, wir hätten jetzt zwar die Möglichkeit, eine entsprechende Lehmziegeln und so zu machen, aber ich habe jetzt erstmal so noch ein paar andere Sachen im Hinterkopf. Wir haben noch ein bisschen Nahrung, wir haben Wasser. Warum ist hier aktuell 53 oder 55? Wo ist das Problem jetzt da aktuell? Warum wird das hier so ein Ausrufezeichen angezeigt? Ein bisschen seltsam, dass das zwar so ein Ausrufezeichen angezeigt wird, aber nicht angezeigt wird, warum da Ausrufezeichen ist und so. So, wir bräuchten eventuell auch schon wieder etwas Kohle. Aktuell bin ich erstmal so hier mit immer noch mit der Grundversorgung beschäftigt. Das ist Kohle. Ja, dann, mein Freund, let's go. Ich hätte zwar ganz gerne noch ein bisschen was anderes gemacht, aber was sein muss, muss sein. Und wenn wir gerade mal hier Kohle in der Nähe haben, sollten wir uns dann auch mit Kohle eindecken. Bevor ich irgendwie andere Dinge in Angriff nehme. So, Kohlevorkommen. Die Jungs sind unterwegs. Die Jungs und Mädels. Irgendwie so. Einer ist untätig. Ja, ah, sie sind alle beschäftigt. Okay, das war damit gemeint. Nein, du bleibst schön hier. Hier geblieben. Hallo. Wir müssen hier Kohle ran schaffen. Wo willst du hin? So, ich wollte eigentlich nur gucken, da ist irgendwie was Interessantes. Eine Ruine oder so. Habe ich hier noch irgendwas anderes Interessantes in der Nähe? Man kann auch die Karte, man kommt auch mit der Karte nur bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Wenn man den dann erreicht hat oder überschritten hat, irgendwie ist dann Ende Gelände. Haben wir eine Map? Wir haben auch eine Map, ne? Genau. Wir sind jetzt aktuell da. Und wenn ich weiter hier in diese Richtung gehen möchte, das geht wahrscheinlich gar nicht. Gut, sind alles Dinge, die wir noch herausfinden müssen. Vielleicht, wenn ich mehr in diese Richtung fliegen würde, dass dann irgendwie vielleicht sich da was tut. Keine Ahnung. So, Kohle haben wir. Dann würde ich sagen, machen wir uns auch einfach mal so in diese Richtung auf. Nahrungstechnisch sieht es noch einigermaßen gut aus. Wir haben ein bisschen was an Wasser dabei. Da ist, glaube ich, Dickicht, ne? Oder warte mal, wenn wir gerade mal auf dem Weg dahin sind, dann lass uns doch noch ein bisschen Nahrung aufsammeln. Sicher ist sicher. Neue Leute möchte ich jetzt erstmal so in der aktuellen Situation, in der wir hier noch sind, nicht rekrutieren. Noch kommen wir mit den Leuten, die wir haben, einigermaßen zurecht. Und ich will hier mal glücklich überstrapazieren. Das muss nicht sein. So, hier bitte einmal Nahrung bunkern.
So viel wie geht. Und dann geht's weiter. Das wird eifrig geforscht. Ich muss schon sagen, so ein paar Animationen hier, die sie hier haben so einfallen lassen, das ist schon nicht übel. Ja, auch hier so die Aktion hier, ne, von dem Stadtzentrum. Ist ganz witzig. Hier wird, hier dreht sich alles, also ein bisschen so Steampunk-mäßig, wenn man so will. Hier dreht sich alles, so irgendwie Getriebe hier, Getriebe da und hier die, ja, was ist das? So ein Spiegelteleskop, glaube ich. Was in der Richtung. So, wassertechnisch, wir sind, nahrungstechnisch, wir sind, nein, hier, wir könnt das sein lassen. Wir sind voll. Wir sind komplett voll. Und hier war irgendwo dieses Ding, genau, da bin ich ganz gerne mal hin. Das sieht ganz interessant aus. Mal schauen, was uns da erwartet. Was sagt die Zeit? Das sieht noch gut aus. Wir sind gut dabei. Uns hier noch ein bisschen was erlauben. So. Ja. Irgend so eine alte Pyramide oder was in der Richtung. Auf jeden Fall eine Ruine. So, Kohle sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir haben einiges an Wasser. Wir haben wieder noch einiges an Holz. Im Augenblick, ja, geht. Die Leute sind am Jubeln. Die haben genügend Wohnraum. Dann können wir uns vielleicht mal erlauben, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen. So, ein Relikt, eine Reliktruine. Weise Arbeiter zu, um in dieser Ruine nach zu suchen. Ich glaube, das war ein Wunder oder so. Relikte sind für alle Königreiche enorm kostbar. Schicke einen Arbeiter. Arbeiter geschickt. Okay. Er geht nach unten mit seinem Flieger. Relikte gefunden. Das ist immer cool. Jupp. Einmal elegant angeflogen. Er schleppt da was an. Das ist ganz gut gemacht. Zack, ab damit ins Stadtzentrum. Okay, okay, okay. Relikte gefunden. Moment. Warte. Ich glaube, nein, hier wird nicht abgerissen. Das sind keine Wunder gefunden. Und wo werden die jetzt angezeigt? Da. Drei. Relikte. Seltene Gegenstände aus den Zeiten der Alten zum Handeln. Ist so. Moment. Ich gehe hier mal kurz raus. Zum Handeln. Okay, wird nicht angezeigt, was es sind. Das sind irgendwelche Relikte. Er hat davon drei Stück gefunden. Und damit können wir jetzt Handel treiben. Coole Sache. Coole Sache. So, das ist Lehmvorkommen. Ja, ich habe auch noch keine Lehmhütte. Wäre eventuell zu überlegen, das als nächstes zu machen. Aber im Prinzip würde ich ganz gerne weitere Lager bauen erstmal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das ist sinnvoll. Ich überlege nur die ganze Zeit, wo ich denn das jetzt am dümmsten unterbringe. Von da haben wir den Wasserturm stehen. Jetzt hier irgendwie so ein Nahrungsmittellager oder so. Oder soll ich erstmal warten, bis wir in der Lage sind, hier antriebstechnisch da was zu machen? Stadtzentrum verbessert. Erhöht das maximal mögliche Tempo um 10%. Ist nicht viel, aber besser als nichts. Gut, was könnten wir sonst noch machen? 32 Stunden! Ja gut, wir bräuchten dann mehr Akademien. Ne? Dann würde das Ganze etwas schneller gehen. Erhöht das maximale Tempo um 20%. Hier ist es. Okay, das ist natürlich die Frage. Grundlegendes Ressourcen. Ja,
Hier weiß ich nicht, warum da irgendwie noch gar nichts machbar ist. Lager, Wasserturm. Achso, das ist die Sache mit der Stapelei. Auftrieb. Wäre ganz interessant. Und Antrieb wäre natürlich auch interessant. Aber hier geht irgendwie noch gar nichts, ne? Sehnsüchte. War doch immer. Ja, wir sind ein bisschen schneller geworden. Würde erstmal hingehen und den Verbrauch von Nahrung entsprechend reduzieren um 25%. Das wäre ganz gut, wenn wir die Möglichkeit hätten. Wie sieht es denn hier aus? Das ist noch ganz in Ordnung. Da haben wir gerade erstmal nachgetankt sozusagen. Vielleicht auch mal so eine Lehmhütte in erstmal Lager. Das war das Thema. Ein Nahrungsspeicher. Das ist schon ein ziemliches Moped. Ein Nahrungsspeicher. Setzen wir das Teil einfach mal da dran. Ein Nahrungsspeicher und vielleicht noch ein weiteres Lagerhaus. Für alle Bauressourcen. Oh mein Gott. Alle Bauressourcen. 1% nach vorne, 0 nach rechts. Na gut, das 1%, das kriegen wir ausbalanciert. Ich würde aber vorher vorschlagen, hier so ein bisschen was Wegetechnisches zu machen. Hier einmal so rum und rum. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Moment, verkehrte Richtung. So. Genau. Ja. Ja, so langsam aber sicher, wird's. Ja, so langsam, wir kommen so ein bisschen rein. Das Ganze wird langsam so ein bisschen vertrauter, so von der Steuerung her, von den Möglichkeiten her. Ich denke, wir sind da einigermaßen auf einem relativ guten Weg. Ich würde hier hinten vielleicht noch so ein paar Wohnblöcke hinsetzen, so einfach damit wir schon mal so ein bisschen was auf Reserve haben. Und mit den Lehmziegeln, Gedingse, weiß ich nicht. Vielleicht hier noch irgendwie so einen Weg dran setzen, weil die fliegen von hier ja an. Das dürfte also nicht irgendwie stören, wenn ich hier so ein bisschen weiter nach vorne gehe und da eventuell dann die Lehmziegel-Geschichte da irgendwie versuche zu etablieren. Schauen wir mal. Alles noch Zukunftsmusik? Für die nächsten Folgen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr erst einmal bis hierhin mit dabei gewesen seid, euch das Ganze hier noch mit mir zusammen angetan habt. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich wünsche euch wie immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit.